Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Sexy Brutale. Beim letzten Mal haben wir Willow gerettet und haben jetzt ihre Maskenfähigkeit, mit der wir Dinge sehen können, die verborgen sind. Und dann gucken wir mal, was uns das hilft. Hier zum Beispiel sollten wir jetzt Dinge sehen können, die uns verborgen sind, weil die Kerze an ist. Hier auch? Oh ja. Keine ekelhaften Schädelsplitter an einer Schnur. Miese Show. Oh, jetzt kommt jemand. Mhm. Tekia, bitte, bleib draußen aus dem Mahlzimmer. Willow, Schätzchen, ich muss mich beeilen, sonst fängt ja Rune mich an. Du hast nicht zufällig einen Kamm, den ich ausleihen könnte. Tekia, die Tekia Bell, oh ja. Hey, behalte deine schäbigen Griffel bei dir. Was? Fein, die dumme Hexe verdirbt mir den Spaß. Nein, ich wollte nicht. Dabei hast du den wahren Blick noch nicht mal, nur diese stinkende Kerzenbuk war. Schätzchen, du hast dich so komisch verhalten, ich kann dich nachts hören. So viel, es ist unheimlich, wirklich unheimlich. Viel zu viel auf einmal. Was sagt sie? Naja, wenigstens wird sie sicher sein. Also, sie macht ja jetzt ihr komisches Ritual wieder, ne? Na gut, die Frage ist, wen müssen wir denn jetzt retten? Wahrscheinlich die andere Frau, die da gerade durch die Tür hinten ist, oder? Vermute ich jetzt mal ganz stark. Oh, ich habe die Talisman mitgenommen. Kann ja nie wissen, wann man den Talisman braucht. Okay, hier funktioniert die Fähigkeit übrigens nicht. Wo ist sie denn jetzt hingegangen, ist die große Preisfrage. Hier ist jemand. Hallo. Also, am besten gehe ich in den Übungsraum. Da ist sie ja. Sehr schön. Ja, dann mach das doch. Oh oh. Zack. So, dann einmal durchgeguckt. Da ist sie ja. Wenn das die ist, die wir als nächstes retten müssen. Ich vermute aber mal, wenn sie schon so direkt dabei ist. Okay, Tür geöffnet. Dann gucken wir mal. Komm, 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 Beeilung. Ich will wissen, wo sie jetzt hingeht. Alles klar. Warte mal, hier kam man doch aber gerade nicht durch, oder? Ah, wir wollten doch proben. Ach so, deswegen kamen wir da nicht durch. Na, sieh mal eine an. Entschuldigung, sind Sie auch hier, um Miss Bell zu sehen? Bitte lassen Sie sich nicht aufhalten. Nur zu, nur zu, nur zu. Okay, Miss Bell. Ist sie das? Ja, ich glaube, das ist sie. Tekia Bell, die Sirene aus dem Süden. Okay, wir gucken wieder erstmal, wie sie umkommt, denke ich, bevor wir uns überlegen, was genau wir machen können. Alles klar, so ist sie noch hier drin? Scheinbar nicht. Ah, da war der Schuss wieder. Ist sie hier? Ist sie auch nicht. Oh. Sie stirbt ähnlich früh wie die gute Willow. Wo ist die gute Frau denn jetzt? Hier? Hier? Ah, sehr gut. Toll, jetzt ist sie gleich weitergegangen. Na gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis sie sterben muss. Was ist? Ah, das ist der Aufziehschlüssel für die Musikzimmer. So, was haben wir denn hier? Oh, guck mal einer an. Ah, Madame Tekia Bell. Wer sind Sie? Wo ist Red? Mr. Rockridge lässt sich entschuldigen, aber er kann leider nicht kommen. Ich werde ihn heute am Klavier vertreten. Ich versichere Ihnen, ich bin ziemlich kompetent. Nun, ich habe schon zusammen mit meinem betrunkenen und lallenden Onkel gesungen und ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Wie wundervoll. Und jetzt nur noch eine kleine Überraschung. Ich habe ein recht spezielles Musikstück gefunden. Ich glaube, es wird Ihnen sehr gefallen. Was? Woher hast du das? Das ist ein privates Lied. Ich habe nie... Miss Bell, bitte. Wir haben schon angefangen. Also gut, ich werde singen. Once I was in your arms, crushing rib of steel. Once you had all my heart.
I see through you as though you're made of glass. And it's too late. Oh, what a waste of time. Alter. Wundervoll, wundervoll. Hilfe, bitte helft mir. Hilfe? Aber natürlich helfe ich Ihnen, meine Liebe. Bitte nach Ihnen. Eieieieieieieiei. Schnell hinterher, vielleicht finden wir noch was Interessantes heraus. Miss Bell, tief drin waren Sie eine eifersüchtige, giftige Sirene, aber zumindest hatten Sie einen glanzvollen Tod. Ich werde Sie jetzt in Glanz und Gloria zur letzten Ruhe betten, genau wie Sie es gewollt hätten. Hopp! Ach, das ist sie, die dann bei der Spinne gelandet ist. Gern geschehen, Miss Bell. Die Besten sterben bekanntlich jung. Ich frage mich allerdings, ob man dich als Tequila Bell, Sängerin der Extraklasse, oder als Tequila Bell, hochnäsiges Frittchen, das von einer Spinne aufgefressen worden ist, in Erinnerung behalten wird. Die Geschichte kann so launenhaft sein. Fertig. Bleibt der jetzt in dem Raum stehen? Nee, okay. Okay, was wir vielleicht noch finden könnten... Ich kann mir mal angucken, was es damit auf sich hat. Schlüssel des Lagerraums. Auf der Bühne ist ein Blutbad zu sehen. Zerbrochenes Glas, verborgenes Metall, verbogenes Metall und überall ist Blut. Das Wandbild liegt in tausende rasiermesserscharfe Scherben zerschmettert da. Hier sind auf jeden Fall auch Geister, aber die Kerze ist, glaube ich, aus, ne? Die Kerze ist seltsamerweise kalt. Okay, was ich noch ganz gerne finden würde, ist natürlich die Uhr hier. Ah, da ist sie ja auch schon, sehr gut. Aktivieren wir mal, weil dann können wir uns auch noch verschiedene andere Dinge angucken. So, dann noch aktivieren. Sehr gut, so, und dann können wir uns hier noch ein bisschen umsehen, bevor die Zeit abläuft. Genau wie die anderen Schränke in diesem Zimmer enthält dieser Instrumente, die von berühmten Musikern gespielt wurden, sowie Fakten und Wissenswertes über jedes Stück. Ein flacher Teich, umgeben von Marmorinstrumenten. Es sieht aus wie ein bescheidener Schrein für die Musik im Wasser schwimmen winzige Fischskelette. Was? In der Vitrine befindet sich das Saxophon der Blueslegende Fat Snap. Die Vitrine ist nicht verschlossen und jedem ist gestattet, das Instrument zu spielen. Okay. Ich würde mal gerne wissen, wozu dieser Notenschlüssel noch ist, den wir gefunden haben. Schlüssel des Lagerraums. Eine Kleiderstange mit verschiedenen Outfits. Da ist etwas in einer der Taschen. Herz 7. Sieht aus wie eine Glocke, um die Diener von unten zu rufen. Der Schacht scheint zu einem Raum ein Stockwerk weiter unten zu führen. Es riecht schwach nach Pflanzen und Wasser. Können wir hier... Ah, die Tür ist gesperrt, meinst du? Ah, hier können wir die Tür schließen. Was haben wir hier noch? Alle Truhen, sie scheinen Personaluniformen zu enthalten. Das ist ein altmodischer Vinylplattenspieler. Es liegt nichts auf dem Plattenteller. Instrumente und andere musikalische Utensilien sind unter Tüchern versteckt. Okay, ich glaube, den Rest werden wir uns am nächsten Tage, beziehungsweise in der nächsten Runde ansehen. Okay, wir müssen verhindern, dass sie singt, weil durch das Singen... Durch ihre hohe Stimme, beziehungsweise wir könnten das auch das Musikstück austauschen. Durch ihre hohe Stimme zersplittert das Glas, wodurch sie so viele... Ja, wodurch sie quasi im Endeffekt stirbt. Und dann wirft er sie ja nur noch der Dingens vor, der Spinne. So, hier ist schon einer drin auf jeden Fall. Und jenen, die sich ihnen bald anschließen werden. Ach, er übt gerade. Ja, wir können ja mal gucken, was er so macht. Vielleicht bereitet er was vor. Wir bereiten uns Freude, wo wir können. Welch Traurigkeit auch früher oder später herrschen mag.
In diesem Augenblick, in diesen Tasten herrscht Frieden. Wenn jede Tätigkeit nur eine Droge ist, um den Schmerz zu lindern, dann wähle ich diese. Okay, sehr poetisch, mein Freund. Haha, wundervoll. Miss Tekia wird bald da sein. Und ich werde ihr Lied spielen. Das wird ein besonders überraschendes Spektakel. Jetzt kommt der schwierige Teil. Und Pause für einen kurzen Applaus. Ich, was zur Hölle? Okay, was ist jetzt dein Problem? Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Da kommt gerade ein Geist rein, kann das sein? Den nehmen wir mal mit. Na, ja, oder auch nicht. Scheiß drauf. Okay, er geht weiter nach unten. Ich will ja sehen, was er macht. Darum geht's mir ja gerade. Was, wer hat das angelassen? Ich versuche, die Grenzen der musikalischen Kohärenz zu verschieben. Und irgendjemand lässt einfach diesen Lärm an. Leider habe ich heute schon mit einem Mord genug zu tun. Sonst wäre gleich noch jemand fällig. Ah, der lässt sich also von dem Plattenspieler ablenken. Da kommt mir eine sehr gute Idee, was wir machen können. Eine sehr, sehr gute. Jetzt kommt er wieder hierher. Leider können wir das jetzt nicht mehr machen. Sondern müssen das auf den nächsten Durchlauf verschieben. Aber ich habe eine sehr gute Idee, was wir tun könnten, theoretisch. Aber da wir jetzt eh nichts weiter machen können, können wir ja erstmal gucken, dass wir uns hier noch ein bisschen umsehen. Ich muss bloß kurz gucken, weil die gute Mystikia kommt ja sicher gleich, ne? Ah, die kommt von da unten. Okay, sorry. Vollkommen falsch interpretiert. Schön hochsingen. Meine ich natürlich. Was ist denn das da für ein Raum dann? Kamen wir von dem? Ach, das ist dieser andere Musikraum. Was ist das eigentlich immer? Das ist ein altmodischer Vinylplatten. Jetzt liegt nichts mehr auf dem Plattenteller, weil er es runtergenommen hat. Ein Mikrofon wurde neben dem Grammophon aufgestellt. Vermutlich hat hier jemand geübt. Wir gucken uns hier einfach mal noch ein bisschen um. Bella Canto verfügte über einen beispiellosen Stimmumfang und konnte die Diamantnote, das C10, treffen, von der es hieß, sie könne Diamanten zerbrechen. Verstorbene Mentorin von Tekia Bell. Ach, deswegen hat die auch so eine hohe Stimme oder kann die auch so hoch singen. Homeless Joe Blow, der Harmonikas-Heilige, spielte als Straßenmusiker, bis ein hochrangiger Priester an ihm vorbeiging. Danach wurde er dauerhaft im Vatikan engagiert. Aha. Ludwig von Ludacris verband klassische Orgelklänge und Skankhop zu einer neuen und im Großen und Ganzen unhörbaren Musikrichtung. Unhörbar, weil er... Okay. Weil sie so schlecht ist, oder wie darf man das verstehen? Was haben wir denn hier noch? Der Raum vermittelt eine entspannte, intime Atmosphäre. Er fühlt sich an wie ein Ort, der gute Zeiten gesehen hat. So, jetzt singt sie schon. Die Bühne ist voll ausgestattet und sieht aus, als wäre sie bereit für eine Aufführung. Die Inschrift auf der Seite lautet Gagliano. Er lehnt beiläufig an der Wand und wartet darauf, gespielt zu werden. Tag auch, ihr Geister. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns hier auch nochmal umsehen. Dieser Schrank enthält seltsame musikalische Kuriositäten. Du meinst, einen Affenkopf zu erkennen, den man zu einer Spieluhr umgebaut hat? Das Piano besteht aus schimmernd schwarzem Ebenholz. Die Tasten fühlen sich seltsam vertraut an. So, ich glaube, jetzt ist sie tot. Also, beziehungsweise stark verwundet. Sie schleppt sich ja dann noch wahrscheinlich in diesen Raum, oder? Jupp. Ja, wir können ja mal gucken, wir konnten ja damals nicht sehen, ob hier in dem Raum noch irgendwas Interessantes passiert ist. Ich habe aber schon einen Plan, was wir machen können, tatsächlich. Ah, da kommt sie. Also
versucht, die Dienerschaft noch zu rufen, quasi. Miss Bell, tief drin waren sie eine eifersüchtige, giftige Sirene. Aber zumindest hatten sie einen glanzvollen Tod. Ich werde sie jetzt in Glanz und Gloria zur Ruhe bitten, genauso wie sie es verdient haben. Hopp. Okay, den Rest kennen wir schon. Das heißt, wir starten den Tag einmal neu. Und ich würde sagen, dann retten wir jetzt die gute Miss Bell. Das sollten wir relativ schnell hinkriegen. Weil der Typ, es ist im Prinzip, glaube ich, haben die meisten es wahrscheinlich auch schon erraten, was wir machen können. Der Typ lässt sich von einem Plattenspieler ablenken, ne? So, er übt gerade. Lässt sich normalerweise von diesem Plattenspieler hier ablenken. So, wir nehmen einfach die Schallplatte. Sehr schön. Und bringen die Schallplatte auf den anderen Plattenspieler. Dann lässt er sich nämlich immer noch von der gleichen Schallplatte ablenken, aber von einem anderen Plattenspieler. Das Schöne ist, dafür muss er in den Raum. Und den kann man theoretisch abschließen. Die Schallplatte senkt sich auf den Plattenteller und wird abgespielt. So. Jetzt müssen wir quasi warten, bis er abgelenkt wird davon. Und dann müssen wir uns noch den Schlüssel schnappen. Haha, wundervoll. Miss Tekia wird bald da sein. Und ich werde ihr Lied spielen. Das wird ein besonders überraschendes Spektakel. Jetzt kommt der schwierige Teil. Und Pause für einen kurzen Applaus. Ich, was zur Hölle? Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Jetzt müssen wir noch warten, bis er aus dem Raum raus ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen schnell arbeiten. Und hepp. Und hepp. Und ich würde sagen, zugeschlossen. Was zur Hölle? Ich bin eingeschlossen. Lafcadio, ich habe dich nicht erwartet. Ich muss für das große Finale proben, aber Red ist nicht hier, um zu spielen. Würde es Ihnen etwas ausmachen? Sie spielen so wundervoll. Ich habe geträumt, dass ich ein schreckliches Lied geschrieben hätte, Lafcadio. Ein eifersüchtiges, gemeines Stück. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe Lucas immer geliebt, aber ich wünsche den beiden jetzt alles Gute. Dieses Lied. Er ließ mich das für sie vor so langer Zeit schreiben. Es ist perfekt. Vom Anfang. I had no intention to fall or to lose my calm. Crystalline smile, and now I'm a fool.
Das war wundervoll, Lafcadio. Sie wird es lieben. So, damit wäre sie auch gerettet. Tequila Bell. Und wir kriegen wahrscheinlich eine weitere Maske. Nimm ihre Maske und komm dann zum Fenster. So, jetzt haben wir die nächste Maske und mit der können wir super hoch singen. Dieses Fenster birgt ein Geheimnis, Boon. Tekias Stimme, sie durchweht dieses Anwesen. Nutze die Kraft, die sie dir gab. Dieser Raum war früher der Orchestergraben für den Raum unten, das Theater. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Ort zu seinen Glanzzeiten ausgesehen hat? Die Shows, die Musik, das Leben. Tequila hat es geliebt, hier oben zu stehen, aber der Marquis entschied, dass es zu gefährlich war. Ihre persönlichen Vorlieben musste sie für das Wohl aller zurückstecken. Manchmal müssen wir den Leuten wehtun, um ihnen den Weg zu weisen. Der Pfad wird bald offensichtlich, Boon. Tut mir leid.